Ihr seid nicht wie wir. Vielen Dank, dass ihr uns helfen wollt, Außenstehende. Also normale Bürgerliche haben nicht besonders viel zu sagen. Hallo, gute Leute. Ich bin Marale. Ich habe gehört, dass ihr die Wölfe aus dem alten Schiff bekommen wollt. Ist das wahr? Ja, wir werden sie aufspüren und beseitigen. Es ist wahr. Was geht dich das an, Fräulein? Ja, wir werden sie aufspüren. Bitte helft mir, Fremde. Ich habe niemanden sonst, an dem ich mich wenden kann. Was habt ihr, Mädchen? Mein Baby, sie haben es. Ihr müsst es retten. Oh, bitte. Okay, ein Kind retten. Da kann Talisa schon mal nicht die Ohren verschließen. Ja, aber mit der Ruhe, Fräulein. Ich höre euch zu. Es war so schwer, diese Ungewissheit. Vor 2 Monaten nahm mein Mann meinen Sohn mit auf die Jagd. Warum nimmt er ein Baby mit auf die Jagd? Sie wurden von diesen schrecklichen Wolfskreaturen angegriffen. Sie töteten meinen Mann und nahmen mein Baby mit. Kaisha sagt, dass sie das Baby nahm, um es zu fressen, aber ich weiß, dass es noch lebt. Sie werden nicht gehen und nach ihm suchen, und mich halten sie davon ab, das Dorf zu verlassen. Ihr müsst mir helfen. Ich könnte mich nie vor einem Kind im Not anfällen. Wenn es noch am Leben ist, werden wir es finden. Das sagt natürlich Talisa. Danke, Freunde, bringt es mir zurück. Wir haben eine Frau namens Marley im Inseldorf getroffen. Ihr Kind ist von dem Wolfswesen auf der Insel entführt worden. Sie hat uns gebeten, ihr Kind zu retten. Warum nimmt man ein kleines Kind mit auf die Jagd? Du bist eine normale Bürgerliche, okay. Gut, das heißt, wir suchen jetzt erst einmal den Dorfausgang. Wer bist denn du? Na, ihr seht allerdings sonderbar aus. Das sagen hier alle, oder? Hallo, seid gegrüßt. Ich höre viel über euch im Dorf. Jemand wie euch haben wir gesehen noch nicht. Nicht einmal die Ältesten in meiner Familie. Darf ich euch fragen, wie ihr heißt? Mein Name ist Talisa, mein Herr. Wie lautet der eurige? Plagt euch nicht mit Förmlichkeit, gnädige Frau. Ich bin Duli und ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich bin sicher, das seid ihr. Also, was gibt es hier in dieser gottverlassenen Kleinstadt zu tun? Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, da bin ich sicher. Was tut ihr hier? Und ja, nun lass mich in Frieden. Nein, nehmen wir das Mittlere. Was ich mache? Ich bin ein Geschichtsforscher. Ich sammle die Geschichten der großen Alten und auch einige alte Relikte. Ich habe gut erlernt die alte Sprache, nicht wahr? Ich versuche, sie am Leben zu halten, aber wir sind schon seit einiger Zeit alleine. Und was ist mit euch? Was tut ihr hier? Ich bin auf der Suche nach Abenteuer und Reisen. Ich bringe Recht und Ordnung, wohin auch immer ich gehe. Ich bin so etwas wie ein Strandguträuber, also eine Strandguträuberin. Oh, es wird mal richtig geschrieben. Na gut, das ist auch das Hedron. Ich durchsuche die Schiffswracks. Das geht euch nichts an, Halunke. Ein bisschen dies, ein bisschen das, was auch immer es sich gerade ergibt. Nehmen wir mal Recht und Ordnung. Ein hochgegriffenes Ziel, doch hier gibt es wenig, was ihr könnt bereinigen. Hier gibt es Gut und Böse wie überall auch. Doch die wirklichen Teufel befinden sich draußen, wie ihr von Kaishas gehört habt. Darüber möchte ich sprechen mit euch. Es gibt eine Aufgabe zu erfüllen, würdet ihr mich anhören? Sicherlich, was benötigt ihr? Es ist eine einfache Aufgabe, nicht sehr kompliziert. Der Sturm, den ihr habt erlebt, der euch gekostet hat, euer Schiff, hier blies er ebenso heftig und ein Schutzumhang, der gebreitet war über der Dorfmitte, wurde Opfer des Windes. Ich schätze, er befindet sich außerhalb der Mauern und ich möchte nicht, dass die Bestien ihn zu fassen kriegen. Werdet ihr ihn zurückholen? Eine sehr exponierte, wenn auch sonderbare Stelle für den Umhang. Was für eine Bedeutung hat er? Warum sollte ich Kopf und Krank für einen einfachen Umhang riskieren? Ist er wertvoll? Nein, nehmen wir das erste. Er ist schon sehr alt, so alt wie unser Volk. Er ist vom Schiffshaus, das in Stücke zerfiel, und symbolisiert die Vergangenheit, aus der wir kommen. Er hüllt ein die Dorfmitte, da wir die Vergangenheit benutzen, um vorwärts zu kommen, wisst ihr, welche Bedeutung Symbole besitzen. Dies ist unseres. Die Bestien haben ihn vielleicht schon gefunden und ich brauche euch, um ihn zurückzugewinnen. Werdet ihr mir dabei helfen? Ich werde euch auf jeden Fall helfen. Ich werde ihn suchen und schnell wie möglich zurückkehren. Ja, so einen Gefallen für das Dorf können wir gerne tun, wenn wir schon da rausgehen überhaupt. Dank's euch. Ich werde warten auf euch mit hoffnungsvollen Herzen. Wenn ihr seid erfolgreich, werde ich euch gerne willkommen heißen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich habe einen Geschichtsschreiber des Dorfes kennengelernt, einen Mann namens Durlil. Er scheint recht nett zu sein. Ich habe mich bereit erklärt,
ihm bei der Lösung eines kleinen Problems zu helfen. Offenbar ist ein wichtiges Symbol für das Dorf, ein Umhang, im letzten Sturm aus der Hütte des Anführers geweht worden. Vermutlich befindet sie sich jetzt außerhalb der Mauern, doch dass ich mich vor den Bestien in Acht nehmen muss, die die Dorfbewohner erwähnen. Ach so, dass ich mich vor den Bestien in Acht nehmen muss. Ich muss Dürle bitten, mir mehr über seine Leute zu erzählen, wenn ich zurückkomme. Das macht ihm bestimmt nichts aus. Okay. Lal. Ihr werdet das Dorf nicht beschmutzen. Nein, sicher nicht. Bleibt aus meinem Garten heraus. Ich möchte nicht, dass ihr auf meinem Gemüse rumtrampelt. Macht euch keine Sorgen um euren Garten. Wir sind nicht hier, um ihn niederzutrampeln. Eure Anführerin hat uns gebeten, die Monster auf der anderen Seite der Insel zu beseitigen. Die Wolfsmonster haben meine Frau getötet. Werdet ihr für mich ein paar von ihnen zur Hölle schicken? Eure Frau wird gerecht werden. Es ist an der Zeit, dass sie jemand rächt. Oder sie sind die Väter viel härter zu bestellen. Ist das deine einzige Sorge? Für euch wird alles besser werden, wenn wir diese Bestien getötet haben. Bevor ich gehe, gibt es etwas, was ihr mir über die Insel außerhalb dieser Dorfmauern erzählen könnt. Seid vorsichtig, wenn ihr das Dorf verlasst. Auf dieser Insel sind überall Monster. Ein alter Bauer namens Lal hat mich gebeten, ein paar Monster rings um das Dorf umzubringen, um seine Frau zu rächen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, dass die Leute sich endlich wieder aus ihrem Dorf trauen können. Oh, der Erste mit einer Waffe. Der Torwächter. Macht es gut, Freunde. Mögen die Wolfsmonster wie Grasheim unter euren Sicheln fallen. Wenn ihr zum Dorf zurückkehrt, werde ich hier sein, um euch zu empfangen. Okay, das sieht nicht gerade wie ein Tor aus. Das sieht eher aus, als ob da die Mauer kaputt ist und gerade repariert wird. Okay, wir haben schon mal den Ausgang gefunden. Also das ist der einzige Ausgang, den es hier gibt. Aber ich will mich weiter im Dorf umsehen. Zu diesem Zweck darf Talisa mal wieder rumrennen. Edelstein zu dir. Ein Heldentrank mal wieder. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Und ja, stimmt, das funktioniert ja nur so rum. Können wir den jetzt wieder anlegen oder macht ihr das kaputt? Nein. Okay, so rum funktioniert das komischerweise, andersrum nicht. Okay. Scheint hier ein paar Häuser zu geben. Hier ist auf jeden Fall noch ein Haus. Gut. Hier wäre ein Dolch, aber okay, mit einem Dolch können wir nicht viel anfangen. Eine verschlossene Geheimtür. Okay. Du bist ja ein komischer, denn ich verschwinde ja nicht. Immerhin guck dir das mal an. Ah, wir sollten uns erst einmal hier drin noch fertig umgucken. Die haben sogar einen Baum, so eine Baumfarm hier errichtet. Sehr schön. Ich mach mal kurz einen Quicksave für alle Fälle. Ich habe ja manchmal das Problem, dass das Spiel abstürzt, wenn ich ein Gebäude betrete. Sicher ist sicher. Ah, immerhin. Ja? Nicht leichter als das. Du bist eine Bürgerliche? Ihr seid fremd. Werdet ihr uns retten vor den Bestien? Ich denke, dass ich mich während meiner Ferien nicht allzu sehr anstrengen sollte. Vielleicht solltet ihr also lieber die Wolfsmonster beseitigen. Ich werde diese abscheulichen Kreationen beseitigen. Ihr seid tapfer und edel. Oh, da hat jemand was unter seinem Kopfkissen versteckt. Wow, ein... Was ist das bitte? Shizube? Der Shizube ist ein harter... Der Chrysobere ist ein harter, durchsichtiger, grüner Edelstein. Ist er jetzt durchsichtig oder grün? Der normalerweise mit einem Facettenschiff versehen wird. Vom Chrysobere wird behauptet, dass er mit den äußeren Ebenen in Verbindung stehe. Daher wird er zur Bekämpfung von dämonischer Besessenheit und der Untoten eingesetzt. Okay. Nett. Ansonsten ist hier wohl nichts mehr. Ja? Hier lang! Mich kümmert's nicht!
Imol? Denn ich verschwinde jetzt. Der Mechanismus, mit dem diese Türe geöffnet wird, ist kein herkömmliches Schloss und kommt von einfach und kann vor einfachen Zaubersprüchen geschützt sein. Okay, also. Oh, da ist noch ein Fass. Aber in dem Fass ist nichts. Okay, das heißt, der. Diese Tür kriegen wir nicht so auf. Vielleicht finden wir irgendwo den Schlüssel dafür. So, racen wir mal hier hinter dem Haus. Hier ist noch ein Gemüsebeet. Die haben sich also scheinbar hier schön ein schönes Dörfchen gebaut, muss ich sagen. Sogar mit einem Aussichtsturm oder ist das ein Wasserturm? Naja, irgendwie müssen die ja auch an Regenwasser rankommen. Denke ich mal. Wo sind wir eigentlich? Jetzt sind wir hier unten bei dem Mantelwald. Okay. Gut. Nee, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können auch in das eine Haus hier reingucken. Oder? Hier können wir. Und dann können wir uns hier jenseits des Dorfes umschauen. Nichts leichter als das. Okay, das hier ist nochmal so ein. Nicht so ein Schlafhaus. Oh, zwei Heiltränke. Ja, die sind nützlich. Hier ist nichts mehr. Und hier ist auch nichts. Okay. Heiltränke können wir immer gut gebrauchen. Nichts leichter als das. Vor allem, weil wir immer noch angeschlagen sind teilweise. So. Geht weiter! Jorin. Tafrein, hä? Eher Narren. Haben wir euch irgendwie beleidigt, mein Herr? Schweigt und denkt genau nach, bevor ihr Leute, die über euch stehen, in diesem Ton spricht. Wir haben weder den Anspruch, Helden noch Narren zu sein. Erklärt, was ihr wollt. Haben wir euch irgendwie beleidigt, mein Herr? Ich um Verzeihung bitte. Ihr mich nicht beleidigt habt, ich möchte meine Leute nur davor bewahren, zu viel zu erwarten. Alle wissen, dass ihr wollt kämpfen mit den bösartigen Wölfen. Ich habe sie oft bekämpft und ich kenne ihre Stärke. Ich glaube nicht, dass ihr sie könnt zerstören. Vielleicht seid ihr tatsächlich große Krieger, wie die Dorfbewohner es glauben. Wie sie glauben wollen, wenn dem so ist, werde ich respektieren eure Fähigkeiten und euch Glück wünschen. Vielleicht wollte ich jedoch nur sein Helden. In diesem Fall, ich respektiere euren Mut, doch ich glaube nicht, dass ihr werdet erleben den nächsten Morgen. Sehr toll. Ihr habt ein Recht auf eure Meinung. Lasst unsere Taten für uns sprechen. Wir werden euren Respekt erst einfordern, wenn wir uns all vor euch allen bewiesen haben. An eurer Meinung bin ich nicht interessiert. Wie es aussieht, habt ihr Leute, die diese Insel nie verlassen? Habt ihr Leute diese Insel nie verlassen, seitdem eure Vorfahren vor mehreren hundert Jahren hier Schiffbruch erlitten? Ihr werdet mir verzeihen, wenn eure Meinung für mich nur wenig Gewicht hat. Nun lauft schon los, Spielzeugsoldat. Im Garten gibt es ein paar Unkräuter zu bekämpfen. Ihr sagt, ihr habt gegen diese Bestien gekämpft. Sagt uns, was ihr über sie wisst und welche Schwächen sie haben. Wir werden erst einfordern. Möge das Glück mit euch sein. Davon werdet ihr jede Menge gebrauchen können. Ich habe jemanden namens Jorin getroffen, der wohl einer der Beschützer des Dorfes ist. Er war ziemlich unhöflich und wollte nichts mit mir zu tun haben. Er hatte wohl nicht viel Vertrauen in meine Fähigkeiten. Sprecht und dann geht. Wir wollen euch nicht hier. Wir können nochmal mit ihm reden. Tapfer Helden, hä? Eher Narren. Wir erheben weder den Anspruch, Helden noch Narren zu sein. Erklärt, was ihr wollt. Es ist meine Aufgabe, zu schützen, die Leute meines Clans vor allen Gefahren, einschließlich eures Versprechens, sie zu befreien vor den Mannwölfen. Also er sagt nochmal, dass das Werwölfe sind. Er drückt es nochmal ein bisschen besser aus. Ich habe die Bestien bekämpft. Ihr und eure Handvoll Krieger haben wenig Chancen, diese Monster zu besiegen. Ich möchte nicht, dass ihr hier gibt Versprechen, die ihr nicht könnt einhalten. Ihr sagt, ihr habt gegen diese Bestien gekämpft. Sagt uns, was ihr über sie wisst und welche Schwäche sie haben. Die Wölfe können erscheinen menschlich, doch lasst euch nicht narren. Tief im Herzen, sie sind Tiere. Sie werden ebenso aus Vergnügen töten wie für Nahrung. Die jüngeren Wolfsbestien sind viel schwächer als die älteren. Sie sind dunkelbraun mit etwas schwarzem Pelz. Sie sind vollständig taktlos, sie greifen an, ohne nachzudenken, gleichgültig wie die Chancen stehen. Die älteren Bestien sind schwarz und haben einen etwas silbrigen Pelz. Sie sind mächtige und listige Feinde. Einige von ihnen können auch aussprechen Zaubersprüche. Sie leben auf dem Schiff unserer Vorfahren. Ein großes schwarzes Untier herrscht über sie.
Er sich selbst nennt Karuk. Die Bestien können nicht verletzt werden mit normalen Waffen. Nur geweihte oder verzauberte Waffen tun ihnen etwas zu Leide. Bei Angriff, sie verwandeln sich immer in ihre wahre Gestalt zurück. Das ist alles, was ich kann euch sagen. Ich hoffe, ihr werdet sein erfolgreich. Der Kriegsführer des Inselsdorfs hat gesagt, dass die Lykantropen, die wir jagen, nur mit verzauberten Waffen oder Silbernen verletzt werden können. Ja, gut. Also, bevor wir uns weiter hier in dem Dorf umsehen, wir haben ja hier noch ein Stückchen und dann auch noch hier oben rum, außerhalb, werde ich erstmal wieder speichern. LP 039 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.